Hallo liebe Kiket, Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial Kiket 5.1.x. Hallo, in diesem Video möchte ich euch das Erstellen von Stripline-Spulen zeigen anhand eines 2 Meter Vorverstärkers. Problem bei dieser Schaltung aus dem Funkamateur von 1992 war jetzt die Problematik, dass hier Spulen mit so einer Anzapfung verwendet werden zum Ein- und Auskoppeln des Signals. Und ich wollte das eben nicht als drahtgewickelte Spule machen, sondern eben mal als Stripline-Spule, um das auch mal auszuprobieren und mich damit mit dieser Technik vertraut zu machen, da ich sowas auch auf höheren Frequenzen mal plane einzusetzen. Und da bot sich das hier also an. Das möchte ich euch heute zeigen. Und mein Problem war also, hier so eine Spule zu erstellen, geht mit den Microwave-Tools von KiCad nicht. Ich kann da zwar so eine meanderförmige Spule erstellen in den Microwave-Tools, aber eben keine Anzapfung. Die Platine soll dann eben am Ende so aussehen. Wir haben hier unseren BF981, die entsprechenden Trimmer und hier diese Stripline. Spulen zum Ein- und Auskoppeln des Signals. Ich habe das jetzt hier mal in KiCad 599 realisiert. Ich werde euch das Erstellen der Spule aber nachher dann am KiCad 5.1.10 zeigen, da es doch den ein oder anderen Unterschied gibt und das nach wie vor die Produktionsversion ist. Wo bekommen wir jetzt diesen Transistor? Den gibt es also hier noch auf der Funkamateur-Webseite. An dieser Stelle der Hinweis, ich bin hier nicht irgendwie kommerziell mit dieser Seite verbandelt. Wo ihr das kauft oder herbekommt, ist eure Sache. Nur das als Hinweis, hier gibt es ihn noch, ist auch noch relativ preisgünstig. Und man findet hier eben auch das Datenblatt mit den Pin-Belegungen. So, ich möchte euch jetzt als erstes zeigen, es ist nicht ganz einfach. Ich habe nämlich jetzt hier im KiCad 599 ein kleines Problem. Und zwar möchte ich euch hier mal an der fertigen Platine zeigen, wie wir den DRC starten, also den DRC-Check. Und wir sehen, wenn das jetzt fertig ist, dass wir hier Warnungen bekommen. Das sind eigentlich nicht mal Warnungen. Ich habe es hier in den Einstellungen umgestellt, das sind sogar Fehler. Und zwar hier im KiCad 599 in der Entwicklerversion habe ich das Problem, dass wenn diese Linie hier, dieser Linienzug, den ich erstellt habe und als Bauteil in einem Footprint importiert habe, hier ein Pad kreuzt, wird das also von KiCad als Fehler erkannt, obwohl es ja eigentlich in einem Bauteil gar kein Fehler sein kann. Und KiCad mahnt jetzt hier an, dass hier also die Clearance verletzt ist, und das ist natürlich richtig erkannt, eigentlich ein Fehler, aber in diesem Footprint sollte es so nicht sein. Wenn da jemand von euch schon mal so eine Problematik gehabt hat und das irgendwie lösen konnte, dass man diese Fehler-Warnungen hier nicht mehr angezeigt bekommt, dann schreibt man das bitte in die Kommentare, schickt mir einen Link oder eine Mail, wie auch immer, und ich würde dann auch gerne noch mal ein Video nachsteuern, falls es da eine andere Lösung gibt. Im Moment musste ich jetzt hier so damit leben. Interessanterweise in KiCad 5.1.10, also in der offiziellen Produktionsversion, tritt dieser Fehler nicht auf. Zeige ich euch aber gleich. Also wie gesagt, wer da schon mal so eine Problematik hatte und eine Lösung gefunden hat, dann bitte melden. Gut, ich schließe mal hier die Entwicklerversion und auch die Webseite, und wir wechseln in das KiCad 5.1.10. Ich habe also hier schon mal dieses Projekt erstellt, Projekt 2 Meter Vorverstärker, und hier fangen wir jetzt mal an, diese Spule zu erstellen und auch diesen Footprint für den Transistor, den gibt es so eben auch nicht im Standard KiCad. Wir öffnen dazu den Footprint Editor und suchen hier mal nach TO-50. Das befindet sich im Package TO-SMD.
Wir brauchen hier die 4-Pad-Variante mit Bohrloch. Doppelklick, fügen das hier ein. Wir sehen jetzt, das ist also ein TO50, aber das passt schon von den Maßen her genau zu diesem BF981. Das habe ich auch ausgemessen. Und dieses Bohrloch erkläre ich auch gleich noch, wozu wir das benötigen. Dazu gehen wir mal ins Datenblatt. Wir sehen jetzt hier im Datenblatt, dass das Gehäuse nach oben und nach unten geht von diesem Transistor und die Pins in der Mitte sitzen. Und durch dieses Bohrloch habe ich jetzt den Vorteil, verschwindet hier diese untere Gehäusehälfte versenkt und ich kann also gerade auf die Platine meine Pins auflöten. Das hat einfach den großen Vorteil, ich muss hier nichts verbiegen. Das hat auch einen guten oder einen positiven Einfluss darauf, dass dann am Ende hier in dem Vorverstärker nichts schwingt, denn gerade bei solchen Vorverstärkerschaltungen hat man schnell mal einen ungewollten Oszillator gebaut. So, was wir noch anpassen müssen, ist die Pinbelegung von diesem Footprint. Wir sehen also hier im Uhrzeiger sind 1 bis 4, Source drehen geht 2, geht 1. Und das passt also jetzt hier nicht mit unseren Belegungen vom Footprint. Deswegen gehen wir hier mal rein. Damit wir jetzt hier nichts falsch machen, drehe ich jetzt einfach den Footprint um 180 Grad. Ich markiere alles, zweimal die Taste R. Dann ist der entsprechend gedreht. Wir wählen jetzt hier das Ankerwerkzeug aus, positionieren unseren Cursor hier sauber in der Mitte. Das sehe ich hier am Fadenkreuz, das ist hier schön sauber durch die Mittellinien oder Symmetrielinien der Pads läuft und damit sitzt er in der Ecke, in der Mitte. Und wenn ich jetzt hier drauf klicke, wird also der Footprint automatisch richtig wieder hier auf den Mittelpunkt vom Footprint Editor geschoben. So, dann nehmen wir hier gleich nochmal mit der Taste, also markieren, Taste M, den Wert oder den Referenzbezeichner nach oben. Das können wir jetzt gleich hier in den Einstellungen mal ändern. Wir nehmen hier also BF981, kopieren uns das, kopieren das hier unten rein und auch gleich als Keyword mit und sagen okay. Dann können wir hier das Ganze noch ein bisschen näher heranschieben. Passt soweit. Wir müssen jetzt noch die Pad-Bezeichnung ändern oder die Pad-Nummern. Dazu klicken wir das an. Taste E. Das ist also Pad 1. Das war im Uhrzeigersinn ganz oben. Hier die 2. Die Numero 3. Und die Numero 4. Damit ist unser Footprint entsprechend angepasst. Jetzt müssen wir das Ganze noch speichern. Wir speichern das unter der Bezeichnung BF981 und ich nutze hier die Bibliothek Tutorial. Ihr nehmt dann eure eigene und doppelklickt darauf und dann wird das bei euch direkt gespeichert. Bei mir kommt jetzt die Meldung, dass ich das überschreiben möchte, weil ich das hier schon mal im Vorversuch angepasst habe. Deswegen bei mir jetzt hier überschreiben ja. Und dann ist dieser Footprint erstellt. Wer jetzt noch kein Symbol für einen BF981 hat im Symbol-Editor, der muss das sich dann noch im Symbol-Editor das Symbol erstellen. Auch das sollte ja kein Problem sein, da habe ich schon verschiedene Videos dazu gemacht. Soweit, so gut. Im nächsten Schritt erstellen wir uns jetzt diese Stripline-Spule. Auch dazu habe ich mir natürlich ein Symbol gemacht mit drei Anschlüssen. Das zeige ich jetzt hier gleich nochmal. Wir nehmen hier also hier Induktor. Der hat ja normalerweise nur zwei Anschlusspins. Ich bin einfach hier aufgegangen, habe den jetzt hier eingefügt, zweimal die Nummer 3 vergeben. Als Pad Nummer oder Pin Nummer 3 auf Input muss er stehen. Wir sagen okay, rotieren das Ganze, setzen das hier dran und
speichern das unter meiner Symbolbibliothek, die da mein Rufzeichen hat, und dann sagen wir einfach speichern. Allerdings habe ich, müssen wir das nicht noch mal anders machen, und zwar Save Copy As, und zwar mit Unterstrich Treibhin, damit wir eine Unterscheidung haben. So, kaum macht man es richtig, schon geht's. Damit ist dieses Symbol erstellt. Wir nehmen mal hier diese Bezeichnung noch ein bisschen nach unten, und damit ist das Ganze eigentlich schon erledigt. Wir schließen und kommen jetzt, auch hier das Datenblatt machen wir mal zu, und kommen jetzt zu unserer Spule. So, dazu starten wir FreeCAD. Wenn wir jetzt FreeCAD gestartet haben, sagen wir hier neue Zeichnung erstellen, wir wechseln, so dass noch nicht geschehen ist, in die Part Design Workbench. Wir wollen einen neuen Körper erstellen, eine neue Skizze in diesem Körper und das Ganze auf der XY-Ebene. Mit rechter Maustaste gedrückt schieben wir mal hier den Mittelpunkt etwas nach links, wählen jetzt das Linienzugmodul aus, sagen anwählen, connecten hier auf den Mittelpunkt. Wir fangen mit einer geraden Linie an. Wir achten darauf, dass die hier oben, wenn diese senkrechte Linie auftaucht, auch senkrecht gefangen wird. Jetzt können wir diesen Linienzug weiterziehen. Mit der Taste M kann ich jetzt durchschalten und ich sehe jetzt, wie dieser Linienzug fortgeführt wird. Entweder um die Ecke oder eben hier mit so einem Radius. Das kann ich durch das mehrfache Drücken der Taste M erreichen. Wir legen uns einen Radius an, dann schalten wir wieder mit M weiter auf eine Linie. Das Ganze wieder hier nach unten zurück. Auch hier wieder auf eine Linie. Immer darauf achten, dass die senkrechten Linien hier gefangen werden in der senkrechten, sonst muss man es nachholen und das vergisst man dann mal schnell. So, ich mache jetzt hier mal nur so zwei Windungen, dass es nicht zu viel wird, sonst wird das Video einfach zu lang. Den letzten senkrechten Strich können wir gleich auf der X-Achse fangen und mit Rechtsklick beenden wir das Werkzeug. Ihr macht natürlich dann die entsprechende Anzahl von Spulen, Windungen. Da gibt es Online-Tools, Webseiten, wo man das gleich entsprechend eingeben kann. Und dann hat man die Maße und kann dann entsprechend hier die Zeichnung erstellen und die dann in KiCad importieren, so wie ich das jetzt hier gerade tue. Im nächsten Schritt Steuerungstaste gedrückt halten, diese Radien anklicken, also dass die hier markiert werden. Ne? Das soll es natürlich richtig machen. So, wenn wir die hier alle markiert haben, sagen wir, wir möchten die Einschränkung haben, dass diese Radien alle gleich sind. Dasselbe tun wir jetzt hier mit den beiden senkrechten Linien und eben hier mit der Start- und Endlinie senkrecht ebenfalls. Im nächsten Schritt schalten wir unsere Ebene um von Zeichnen in Hilfslinien, nutzen also jetzt eine Hilfslinie. Diese Hilfslinie connecten wir hier auf den Startpunkt dieses ersten Radiuses und hier auf den Endpunkt des letzten Radius. Wenn dies geschehen ist, Werkzeug beenden, müssen wir jetzt hier die jeweiligen Start- und Endpunkte der Radien auf diese Linie festlegen. Dazu nutzen wir hier Punkt auf Objekt festlegen. Klicken hier also den Punkt an, dann die Linie, den Punkt und ziehen das hier alles auf die Linie. Bitte nicht den Mittelpunkt vom Radius nehmen, das geht schief, dann verschiebt sich das hier alles, sondern ihr müsst also wirklich die Außenpunkte nutzen. So, dadurch, dass wir ja gesagt haben, hier die Linien müssen alle gleich sein und auch der Radius muss gleich sein, ergibt sich das hier unten automatisch. Ich brauche also hier unten nicht nochmal eine Hilfslinie. Jetzt müssen wir bemaßen.
Dazu nehmen wir jetzt hier das Vertikalbemaßungstool. Wir nehmen hier einmal diese lange Seite, wollen das auf 30 mm begrenzen. Dann begrenzen wir die vertikale Linie hier mit 30 geteilt durch 2. Man könnte auch 15 schreiben, aber KiCad rechnet uns das hier auch wunderbar gleich aus. Und wir müssen noch einen Radius angeben. Dazu wählen wir hier Radius auswählen, klicken einen Radius an und sagen hier 2,54. Damit haben wir eine vollständig beschränkte Skizze. Das geht jetzt natürlich mit 20 Bögen auch, je nachdem, welche Induktivität man haben möchte. Wir schließen das Ganze. Wir gehen zurück auf unseren Modellansichtsbaum. Wir wählen jetzt hier den Sketch aus, gehen auf Datei und sagen Exportieren. Wir exportieren in unseren Projektordner, in dem Fall jetzt hier KiCad 5, Vorverstärker 2 Meter und ich nenne das Ganze mal hier spule.dxf. Wir speichern diese DXF-Datei und starten jetzt wieder KiCad 5.1.10. Wir wechseln in den Footprint Editor. Im Footprint Editor sagen wir jetzt, wir wollen einen neuen Footprint. Wir nennen den mal Strip. Nein, Spule. Dann markieren wir das mit M, schieben wir das hier mal ein bisschen aus der Mitte raus. Und wir wechseln hier auf Datei und sagen, wir möchten ein DXF-File importieren. Wir können dann hier über Browse in den entsprechenden Ordner wechseln, eben in diesen Vorverstärker, und wir sehen ja hier die Spule, diese Datei. Wir klicken oder wählen hier aus, gleich, dass diese Spule am Centerpunkt oder am Mittelpunkt festgemacht werden soll. Wir achten darauf, dass es hier alles Millimeter sind und dass Scale, Import Scale auf 1,0 steht. Was jetzt nicht geht, das geht beim KiCad 5.99, bei der Entwicklerversion geht das, dass ich jetzt hier diese Zeichnung direkt in dieses Kupferlayer schiebe. Das geht hier leider nicht. Ich muss hier also F-Silk nutzen und wir nehmen hier oben eine Linienbreite von 2,97. Warum das so ist, zeige ich euch gleich und sagen jetzt okay, damit ist das importiert. Jetzt habe ich leider das Problem, bei der neuen Version 5.99, bei der Entwicklerversion, würde das jetzt hier alles schon im Kupfer liegen. Hier liegt es jetzt im Silkscreen-Layer. Deshalb wähle ich jetzt hier das Einzelelement an, sage hier Einstellungen und wähle jetzt Kupfer aus. Dann macht er das. Ich kann auch das hier, das nächste Element, anwählen. Und mit der Taste E erreiche ich das ebenfalls und muss jetzt hier Tippeltabeltour für jedes Element eben in das Layer Kupfer, in das Kupferlayer verschieben. So, das ist ein bisschen Fleißarbeit, aber hier bei der kleinen Spule jetzt nicht unbedingt das Problem. Na, so. Wenn wir das dann geschafft haben, brauchen wir natürlich die Pads. Dazu gehen wir hier oben auf die Pad-Einstellungen. Wir wollen natürlich keine Bohrung haben, sondern SMD. Wir wollen ein Rechteck haben. Das Ganze soll 2,97 mm breit sein und wir machen es mal 4 mm lang und sagen okay. Wenn wir jetzt hier Pads hinzufügen auswählen als Werkzeug, kann ich jetzt dieses Pad hinzufügen. Mit der Taste R kann ich es drehen und entsprechend hier an meine Linie anzeigen oder ansetzen. Bitte nicht hier so in die Mitte rein, das könnte unter Umständen zu Fehlermeldungen beim KiCad führen. Zumindest bei 5.99, bei der Entwicklerversion, führt dann ein Positionieren hier in diese Linie hinein dazu, dass man nicht mehr andocken kann, also nicht mehr Leiterbahnen routen kann. Hier beim 5.1.10 mache ich sicherheitshalber auch so, dass ich das hier außerhalb stehen lasse, diesen Mittelpunkt vom Pad, so
setze das hier also an, die zwei Pads und hier eben das dritte für die Anzapfung. Dann schieben wir hier mal noch den Bezeichner ein bisschen rüber, dass der nicht im Weg liegt. Damit wäre jetzt unsere Spule erst einmal soweit fertig. Wir brauchen natürlich noch einen Rahmen für Kike, dass es keine Fehlermeldung gibt hier für das Platzieren, dass wir keine Bauteile hier zu nah am Element platzieren. Dazu stelle ich jetzt auch mal hier den Grit um auf 2,54. Wir nehmen dann hier die Möglichkeit einer Linie zu ziehen, ziehen das entsprechend hier außen herum. Dadurch, dass ich jetzt hier so ein großes Gitter gewählt habe, geht das relativ einfach. Das brauchen wir hier eben für Courtyards. Dann die Footprint Assembly, also FFAP, müssen wir das ebenfalls wiederholen. Wir ziehen hier wieder unsere Linie herum und zum Schluss das Ganze nochmal für F-Silk, denn wir wollen ja auch hier die Umrisse auf der Platine dargestellt haben. So, ich klicke das hier jetzt mal auf diese Ecke, spielt auch keine Rolle. Hauptsache, wir haben das jetzt hier mal eingerahmt. So, damit wäre jetzt unsere Spule soweit fertig. Wir gehen mal hier in die Einstellung. Wir kopieren das hier gleich mal in die Beschreibung und in die Suchwörter hinein. Und wir können das jetzt speichern. Auch hier sagen wir wieder, wir speichern das unter und nehmen jetzt hier wieder die Bibliothek Tutorial bzw. die von euch bevorzugte Bibliothek. So, damit ist das jetzt hier gespeichert. Ihr seht, hier habe ich das schon mal drin von aus dem vorhergehenden Versuch. Also wir haben jetzt hier diese Spule zweimal drin. Ich kann die hier nochmal reinholen. Wir sehen, das ist jetzt hier eine etwas größere Spule, aber die Erstellung dieses so einer Spule bleibt sich jetzt hier gleich. Das wäre es soweit gewesen. Ich zeige euch jetzt das gleich mal, wie wir das hier im PCB Layout Editor anschließen können. Dazu gehen wir einfach mal hierher und machen einen kurzen kleinen Schaltplan. Wir sagen hier Induktor. Natürlich müssen wir jetzt den mit drei Anschlüssen nutzen. Dann nehmen wir hier noch mit der Taste A nochmal ein oder vielmehr drei so Kondensatoren. Wenn wir diese Kondensatoren platziert haben, gehen wir hier einfach mal über W anschließen, damit wir hier ein paar Leiterbahnen zusammenbringen. Das ist natürlich jetzt hier nur quick und dirty zum Zeigen. Ihr macht das natürlich dann richtig mit Powerflex-Symbolen und entsprechenden Anschlüssen. Dann sagen wir hier annotieren. Wir lassen mal einen ERC-Check laufen, der sagt, wir haben keine Fehler, das sieht schon mal gut aus. Wir weisen die Footprints zu. Bei euch sollte diese Fehlermeldung jetzt hier nicht auftauchen. Dann wählen wir einen Kondensator oder den Footprint für die Kondensatoren. Halt, wir nehmen hier mal diese Disk-Kondensatoren. Dann nehmen wir den mal hier mit. Nehmen wir den hier. Ist im Prinzip erstmal jetzt egal. Und für diesen Induktor natürlich dann unsere Spule aus Tutorial, und die hatte ich ja Stripline Spule genannt, weisen wir zu, wir sagen okay und können jetzt mit der Taste F8 hier in den Layout Editor wechseln. Wir sehen hier alles grün, keine Fehler. Wir sagen Update, Close
Und dann hängen hier unsere Bauteile am Cursor. Wir platzieren das Ganze mal. Wir sehen also jetzt hier unsere Spule mit den Pads und den Anschlüssen. Und ich nutze jetzt hier einfach mal mit der Taste M das Move. Dann platzieren wir mal hier unsere Bauelemente. Ich möchte es euch hier, wie gesagt, nur zeigen, wie man das anschließt. Ihr macht das natürlich dann alles richtig. Ja, wenn wir das gemacht haben, können wir jetzt hier auf Routing gehen, ziehen das hier entsprechend an die verschiedenen Pins. Und sobald wir das dann eben getan haben, ist unsere Spule angeschlossen. Ich müsste natürlich jetzt hier noch einen Edge-Cut rumziehen und so weiter und so weiter. Aber ihr seht, das funktioniert. Wir lassen jetzt mal hier einen ERC-Check laufen. In der 599 hattet ihr ja gesehen, waren dann Fehlermeldungen. Und wir sehen, wenn wir es hier in der 5110 laufen lassen, sehen wir hier eben keine Fehlermeldungen. Das passt alles soweit. Hier funktioniert das also, eine Linie ins Kupferlayer zu legen, entsprechende Pads anzuschließen und keine Fehlermeldung zu erhalten, dass man hier gegen die Clearance-Abstände verstößt. Bei der Entwicklerversion ist das eben noch der Fall. Ich kann auch nur abraten, die jetzt im Moment zu nutzen. Ist eben noch recht instabil. Jetzt hatte ich ja irgendwann mal erwähnt, dass wir hier eine Linienbreite von 2,97 mm benötigen. Wie bin ich da drauf gekommen? Dazu bin ich hier in meinen Kalkulator gegangen, habe jetzt hier diese Mikrostrip-Line genutzt. Also die Platine auf der Unterseite soll eine Massefläche haben, auf der Oberseite keine Massefläche. Und dazu haben wir hier also dieses Berechnungstool. Und wenn ich jetzt hier FR4-Material auswähle, was eigentlich so das Standardmaterial ist, dann sehen wir hier diese 4,5 für diesen spezifischen Widerstand. Dann nutzen wir das Ganze hier für 1 GHz. Wir wollen hier Kupfer verwenden. Die Platinenhöhe ist 1,6 mm. Die Kupferauflage ist 35 Mikrometer und die Frequenz 145 MHz. Und wenn ich jetzt dann eben hier sage, bei 50 Ohm möchte ich das jetzt hier berechnet haben, dann kommt hier eben 2,97 raus. Wenn ich jetzt hier mal die Impedanz ändere auf 60, dann sehen wir, dass wir hier eine Änderung in der Leiterbahnbreite haben, aber ich möchte das ja alles auf 50 Ohm Technik ausführen. Und hier kommen also dann diese 2,97 mm her, die ich da benutzt habe. Das gilt natürlich oder wird da jetzt auch hier für die Leiterbahnen gelten zu den Bauelementen. Auch hier muss man entsprechend aufpassen, die richtig zu dimensionieren. Bei 2 Meter ist das jetzt noch nicht das große Problem, einfach aufgrund der großen Wellenlänge verhält sich ja so eine Leiterbahn extrem kurz dazu. Sollte das also nicht die großen Auswirkungen haben. Wenn ich mich dann aber irgendwo im 70 oder vielleicht sogar im 23 cm Bereich bewege, dann muss ich da mich schon an diese Vorgaben halten, denn ansonsten komme ich einfach in Teufelsküche, dass dann meine ganzen Impedanzen nicht mehr stimmen. Das war's hier zu diesem Thema. Wie gesagt, wer eine andere Lösung gefunden hat, so eine Stripline-Spule mal zu erstellen, der kann das gerne in den Kommentaren posten oder sich bei mir melden, dann mache ich da auch gerne nochmal ein Video dazu mit einer anderen Lösung. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.